Jetzt können wir starten. Nee, können wir nicht. Doch. Wir können jetzt nicht starten. Doch. Nein. Gehe ich jetzt wieder aus dem Chatmodus raus. So wie man es halt in Minecraft macht. Das kann ich mal tippen. Ja, wenn du das Fenster nicht aktivierst, das ist klar, dass es nicht geht. Jetzt? Mann, Simbel, Bimbel und Technik. Genau, das ist das heutige Thema auch schon heute. Es geht nämlig um Simi und Technik. Vielleicht Technikfragen, Simi-Fragen. Nee, eher nicht. Und zwar, Leute, ihr kennt doch das damals noch. Wir haben gar keine Begrüßung gemacht. Ach, nicht? Okay, dann müssen wir es nachholen. Schön, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Video. Und zwar haben wir heute nämlich ein ganz spezielles Thema, da wo sich die Simi schon drüber freut. Und zwar, Leute, gab es nämlich damals noch kein Handy. Und kein Internet. Und kein Internet. Viele von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder? Würdest du schon sagen? Ich würde so sagen, ab Jahrgang 2003, 2004. Kennen die Leute das? Ich würde ja 2005 eher sagen. Ich hatte mein erstes Handy. Das war ein Sony Ericsson Aufschieb-Handy. Damals mit 15. Ich hatte mein erstes Handy mit in der 7. Klasse. Ja, das auch. Ja, ja, ich wie auch. Wie alt war ich denn in der 7. Klasse? Ja, auch 14, 15 ungefähr so. Mit 6 ist man der erste. Mit in der ersten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja 13. Mit 13, 14 hatte ich mein erstes Handy. Das war so ein ganz kleines, so klein, von meinem Vater. Und da war immer so ein Männchen. Und das hat immer das Licht ausgemacht und angemacht, wenn ich mein Handy angemacht habe. Und er hat es auch so den Boden gekehrt am Handy. Das fand ich immer ganz witzig. What the fuck? Ja, das war so ein richtig cooles Handy. Und irgendwann hat sich dann mein Vater so ein neues Huawei geholt. Und dann, das war das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das war 4 gewinnt auf so einem kleinen Handy. Und ich war voll begeistert, weil ich kannte das halt damals noch gar nicht so als kleines Mädchen. Ja, Hashtag Old Times, würde ich mal sagen. Ja, und heutzutage haben so die Grundschüler schon irgendwie... Ja, das ist so voll krass, so nichts gegen die Leute, die war schon... Ich habe letztens ein Mädchen ohne Witz gesehen, das war 6 Jahre alt und hatte ein iPhone. Ich sehe auch Leute in meiner Arbeit, ich sehe kleine Mädchen, kleine Jungs, die da sitzen mit ihren iPhone X am besten noch und spielen irgendwelche Spiele. Ist schön und gut, wenn sie dann still sind dabei, aber wo ich dann damals irgendwo hingegangen bin, in ein Restaurant oder... Irgendwas habe ich immer so einen Koffer dabei gehabt, so einen kleinen Koffer, so ein Köfferchen. Und da waren so Malhefte drin und so Buntstifte und so kleine Spiele. Und ich habe mich halt damit früher beschäftigt. Das kenne ich nicht. Ich habe einfach meine Lego-Raumschiffe jetzt überall für den genommen. Zum Beispiel. Ich habe halt immer gemalt und du hast halt immer deine Raumschiffe dabei gehabt. Raumschiff, Essen, boykottieren. Tja. Ja, und heutzutage beschäftigen sich kleine Babys mit Handys. Und das ist halt... schon ein krasser Unterschied und ich denke halt, wenn die Kinder schon so aufgezogen werden, die ganze Zeit am Handy zu sitzen und das ist ein Enderman. Wie war das nicht in die Augen schauen, ne? Ja, dann denke ich, dass sie eigentlich gar nicht so richtig lernen, also sich selber zu beschäftigen, also ohne irgendwelche digitalen Medien in der Hand zu haben. Zum Beispiel, ich habe früher auch viel mit anderen in der Klasse, habe ich auch auf Twitter geschrieben, Briefe geschrieben. Wir haben uns gegenseitig Briefe geschrieben, um halt einfach unsere Schrift zu verbessern und heutzutage ist ja so, dass die Kinder weniger eine Handschrift haben. Also die schreiben einfach schon in der ersten Klasse Druckschrift oder können halt wirklich sehr schlecht schreiben. Das habe ich halt auch zum Beispiel nachgeguckt und gelesen. Ich glaube 35% der Jungs der Grundschule oder sowas haben eine schlechte Schrift. 35%, das ist schon eine ganze Menge. Hey, das hatte ich schon von Anfang an. Ja, aber früher hat man sich dann auch mit beschäftigt, die Schrift sich zu verbessern. Und heutzutage sitzen halt alle nur noch so vor ihren Handys und spielen irgendwelche... Ich muss aber dazu auch sagen, irgendwie kommt es mir vor, seitdem die Handys und Internet so an sich gibt, dass die Leute einfach allgemein viel unglücklicher sind. Ja, und alle in der Bahn sitzen halt dann so mit ihren Handys oder wenn sie immer warten müssen. Und früher hat man sich halt dann einfach mit vielen Leuten unterhalten. Was? Unterhalten? Was ist das? Tolles Essen? Oder halt einfach nachgefragt, nach dem Weg gefragt. Wer fragt heutzutage noch nach dem Weg, wenn es Google Maps gibt? Richtig, ja.
Und ich sehe einfach nur in der Arbeit und überall, wo ich bin, einfach Leute, die hocken einfach so die ganze Zeit hin und gucken mit dem Handy. Ich muss sagen, ich bin auch manchmal so, aber manchmal denke ich mir so, lieber lege ich das Handy weg und gucke einfach ein bisschen die Umgebung an. Zum Beispiel, früher als Kind hatte ich kein Handy im Auto. Da hab ich nicht? Dann habe ich halt einfach mir die Landschaft angeguckt. So was geht? Hocken die Kinder mit Kopfhörern und Handy, gucken so, haben keine Ahnung von Verkehrsregeln, haben keine Ahnung von irgendwelchen Ortschaften, kommen mir jetzt halt so vor. Hey, Andy. Es gibt bestimmt manche Kinder, die haben halt immer noch kein Handy. Ich sage ja nicht, dass alle Kinder jetzt so, sag ich mal, abhängig schon sind von den Handys, sondern dass halt viele jetzt viele Möglichkeiten haben, irgendwie das Handy von den Eltern zu nehmen. Der Enderman belästigt dich auch ein bisschen, kann das sein? Ja, das ist mein neuer Freund. Andy! Andy, mein Freund! Man darf den in. Darf, wie war das wieder? Man darf den nicht in die Augen. Nee, man darf ihm die Beine anhitten. Nee. Doch. Was ist verfolgt dich die ganze Zeit, der macht dir Schaden. Nee, wenn ich ihn anhitte nochmal. Wenn du ihn anguckst, dann verfolgt er dich. Nee, ich glaube, den Rücken darf ich nicht zudrehen. Irgendwas war da. Ich darf ihn, glaube ich. Anhitten darf man ihn nicht. Irgendwas war. Aber er stiehlt meine Blöcke, aber das ist mir ja. Solange meine Kiste nicht stiehlt, ist mir das relativ. Würde ich mal sagen, oder? Wir haben jetzt so viel fucking Eisen. Wir haben die ganze Schlucht noch vor uns, Alter. Voll cool. Alter, mit dieser ganzen Schlucht, Alter, diese Schlucht hier wird Old Times ebnen, weil das wird nämlich der Grundriss für die Stadt hier, was wir hier alles finden, ne? Die ersten Rohstoffe, die ersten User, es wird ein Meilenstein. Genauso wie das Interwebs. Genau, früher habe ich mich über irgendwelche kleinen Gameboys, die irgendwie bei McDonalds oder anderen Fastfood-Ketten oder in irgendwelchen Zeitschriften gegeben ist, so kleine Komodachis oder wie die heißen. Kamagotchis. Kamagotchis, von mir aus. Kamagotchis, Alter. Keine Ahnung. Nein, Headshot! Schrei nicht so. Musst du weg. Kennen die Leute das eigentlich schon fast gar nicht? Jetzt hast du dein Dia verloren. Nee, den habe ich in die Kiste gepackt. Echt? Ja. Du kannst ja auch mein Bett bauen. Schlag dir dieses Schaf und nimm dir diese scheiß Wolle mit. Das bringt mir jetzt nichts. Ich brauche erstmal das Equipment wieder. Oh Gott, wir waren so tief so unten. Wir waren so tief da unten, dass wir dahin. Hä? Wir waren tot? Ich hab nichts gesehen. Schau nicht. Hä? Schau nicht. Hä? Ja, ich hätte jetzt auch kein Skelett, das wo mich töten hätte können. Verrückt. Geil. Wahnsinn. Was es heutzutage alles gibt. Hat sicher mit dem Internet zu tun. Oh Mann, wir sind mal wieder so Brain, Alter. Was? Ich denke halt, dass heutzutage sich viele Kinder einfach ohne Handy gar nicht mehr beschäftigen können. Genau, richtig. Und die ganze Zeit irgendwie auf Instagram mit 15, 14, 13, 12 schon irgendwelche TikToks auf Instagram sind. Und heutzutage ist, sag ich auch mal, Mode sehr wichtig. Früher, ich will gar nicht wissen, wie ich als 10-Jährige rumgelaufen bin. Und heutzutage ziehen sich die 10-Jährigen schon an, als wären sie die größten Models oder sowas. Weil sie halt einfach diesen Internetvergleich haben. Die vergleichen sich heutzutage sehr stark. Die jungen Kinder vor allem. Was hast du gesagt? Du wirst gerade auf Instagram vertiefen. Weil früher war mir das halt egal. Früher habe ich draußen gespielt, wir sind Roller gefahren und haben halt uns mit Freunden getroffen und halt nicht die ganze Zeit irgendwie nebeneinander am Handy gesessen oder uns irgendwelche Videos angeguckt oder sowas. Wir saßen einfach da und haben halt dann irgendwelche Sachen gemalt oder weiß was ich, uns halt irgendwie beschäftigt. Und ich denke halt, dass es halt auch mit den Handys so die Kommunikation einfach verloren gegangen ist, weil jetzt kann man einfach, sag ich mal so, hey, hast du Bock, heute mal vorbeizukommen? Und früher sind wir da hingefahren zu den Freunden, haben geklingelt und gefragt, ob die Zeit haben zum Spielen zum Beispiel. Das kann ich mir noch gut erinnern. Ich bin immer damals mit meinem voll stylischen BMX immer zu meinem Kumpel Nico gefahren. Und der hat sich dann auch ein BMX geholt. Da sind wir wie die letzten Gangster die ganze Zeit durchs Dorf gefahren. Ja, und wer sieht heutzutage noch irgendwelche Kinder ohne Handy und irgendwelchen überteuerten Klamotten irgendwo rumlaufen? Oh. Es gibt bestimmt noch welche, wo die Eltern sagen, nee, wir möchten, dass mein Kind also ganz normal ohne Handy aufwächst, aber viele sind halt so von den Medien beeinflusst worden und dass halt einfach das alles verloren gegangen ist. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ja, das stimmt wirklich. Klar ist es, also klar, die ist es viel cooler, sozusagen, man kann halt viel Internetbekanntschaften machen, auch viele Internetfreunde finden, zum Beispiel jetzt wie er oder so, aber sag ich mal, wenn man noch so jung ist und so viele Möglichkeiten hat, im Internet irgendwelche Leute kennenzulernen,
muss man auch wirklich aufpassen, dass man nicht an die falschen Leute gerät, weil es gibt... Oh, fuck! Es gibt so viele Leute, die irgendwas Böses wollen im Internet und da muss man halt auch wirklich, wenn man jung ist, ziemlich stark drauf aufpassen. Oh. Und ich denke, dass da einfach viele Leute noch gar nicht mit umgehen können. Also sie denken, sie würden damit umgehen können, aber es ist so viel schon passiert und so viele Mädchen wurden schon irgendwie, weiß was ich, führt oder mitgenommen, weil sie irgendwelche Internetbekanntschaften gemacht haben, weil die sich einfach, sag ich mal so, sie können einfach das noch nicht einschätzen. Und ich denke, wir sind halt dann schon noch ohne Handy aufgewachsen und wir haben halt dann so, wir kennen uns selber besser einfach, weil wir einfach wissen, welche Grenzen wir gehen können. Aber ich finde auch, die Hemmschwelle im Internet ist ganz anders. Damals hast du viel länger gebraucht, bis jemanden zu fragen, sagen wir so, was Privates, anstatt heute, so weißt du, man? Heute schreibst du einfach die Nachricht so, ja. Und wenn dir jemand böse ist, weit weg, dann kann er dir auch nichts antun, so weißt du, weil. Das stimmt schon. So, früher hast du gesagt, ja, boah, Alter, Digga, wenn du mir nochmal so blöd kommst, kriegst du ja auf die Fresse. So, im Internet geht das halt leider nicht. Und ich habe gerade festgestellt, Simim, du machst jetzt dann auch einen YouTube-Kanal und dann redest du über deine eigenen Themen, weil du hast jetzt 75% der ganzen Folge geredet. Leute, wer ist dafür, dass TryCimi einen YouTube-Kanal macht, wo sie über Dinge redet? Über Dinge redet? Ich rede über... Ich wüsste gar nicht, über was ich reden sollte. Ich rede. Ja, du redest ja auch gerade wie ein Wasserfall. Gerade eben, Simi, ja, lass uns halt das Thema des Internet nehmen und Simi labert wie ein Wasserfall, so. Weißt du, wenn ich aber mal angefangen habe zu reden, kann ich nicht mehr aufnehmen. Ja, siehst du, also wirklich... Also nächstes Mal, wenn du ein Video aufnimmst, sage ich ja, Simi, das ist das Thema und dann nimmst du einfach auf, okay? Okay. Ich lasse sie mir jetzt zukünftig meine Videos machen, das ist mir weniger Arbeit für mich. Sie sagt, nee, das ist so stur da. Ja, also damals war das so. Ja, damals, ja, das ist alles super gewesen. Und da auch heute, ja. Es ist vielleicht nicht so cool, aber ist auch cool. Was? Machst du jetzt einen eigenen YouTube-Kanal auf? Ich hab schon einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, dann nutzt den auch. Und laber nicht meine Zuschauer immer so übertrieben vor. Die darf ich nur zulabern. Dann sage ich halt nichts mehr. Nee, du laberst jetzt weiter. Das ist deine Folge. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Mi. Weißt du, Leute, wisst ihr, wie ich Simi immer nenne, wenn sie so bockt? Schmolli. Richtiger Schmolli. Aber ich nenne jeden irgendwie, der wo bockt, immer Schmolli. Ich bin kein Bock. Der wo bockt halt. Also, kennst du nicht, dass bockig sein kann, kennst du das? Ich bock auch gerne. Ja, also, du weißt halt, das machst du gerne. Also, das bockt halt, ne? Schnauze, Schmolli. Ja. Leute, was sagt ihr zu dem Thema, was ich gesagt habe? Schreibt's mal in die Kommentare. Genau, schreibt's in die Kommentare. Schaut bei TryCV vorbei, die macht jetzt aktiv YouTube. Genau, Ich mache aktiv Videos mit meinem Panzer-PC, der nicht mal irgendwie... Du kannst ja hier Videos aufnehmen. Stimmt, wenn ich dann irgendwann mal die Möglichkeit habe, bei dir Videos aufzunehmen, dann kann ich das machen. Machen wir zusammen Beauty-Videos. Wie schminkt man sich an der? Nee, dann bin ich die Falsche dafür, weil ich kann mich selber auch nicht schminken. Sieht das man ist super. In meinem Gesicht keine Schminke. Wahrscheinlich kann ich besser schminken als du. Stimmt, das ist auch noch ein Thema, Schminke. Weil ein Clown bin ich auch schon. Die jüngeren Kinder schminken sich halt einfach auch schon und ich habe mich früher zum Beispiel nicht geschminkt. Ich habe mit irgendwelchen Pudern angefangen. Pudern? Weißt du was, ich vor 5 Jahren oder 6 Jahren, da war mir das relativ wurscht. Aber heutzutage... Puder. Muss eigentlich... Puder. Halt's Maul. Das sag ich halt gar nichts. Doch, sag Puder. Puder! Puder! Hashtag Puder! Puder mit B, Puder! Puder! Nicht der Buddha, sondern Puder! Das Puder! Die Butter! Und wir haben hier so viel noch zu entdecken, Alter! Die Höhle hat einfach kein Ende! Ich wollte eigentlich spielen, Gott. Ah! Das ein Herz. Okay, jetzt hast du gleich ein Ende, wenn ich jetzt sterbe. Leute, das war's mit der Folge. Hashtag OldTimes, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da. Kommentiert und abonniert ihn. Kommentiert und abonniert ihn? Ja, kommentieren über dich. Dass er stinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr, ciao. Passt. Fuck it und holt Luft.